Ich befinde mich hier vor dem Wissensturm mit meinem Kamerateam aus dem Gymnasium Braunau. Wir kommen alle aus der Klasse 4a und nehmen hier an einem Projekt teil in der Medienwerkstatt. Wir werden hier ein paar Leute interviewen zum Thema Glück. Was bedeutet Glück für Sie? Glück bedeutet für mich, ein Leben zu leben, was ich selbst bestimmen kann. Glück bedeutet für mich, mit Menschen und Tieren so toll umgehen zu können, wie ich es im Moment kann. Mit meiner Frau sowieso. Mit einem Wort kann ich das beantworten. Die Schöpfung, das ist für mich das Glück. Gesundheit. Glück ist für mich eine Emotion. Für mich, Glück bedeutet, wenn ich Glück habe in irgendwas, dass ich schnell Arbeit bekomme und eine schöne Familie. Unendlich Geld vielleicht, weil dann kann man sich ja alles kaufen. Wenn man gewinnt, zum Beispiel beim Lotto. Für mich eher, wenn man Schule gute Noten schreibt beim Test. Ja, wozu willst du Schule für Geld? Schule, Arbeit. Und was bekommst du bei der Arbeit? Geld. Ja. Vor allem Zufriedenheit. Gesundheit und Zufriedenheit. Glauben Sie, dass für Menschen in armen Ländern Glück das gleiche bedeutet wie für uns jetzt? Nee, kann ich mir nicht vorstellen, weil die ja sicherlich noch an ihrer Existenz leben müssen, beziehungsweise sich drum kümmern müssen. Das haben viele hier in Europa nicht. Auf der anderen Seite denke ich, dass Glück für Menschen in armen Ländern eine ganz andere Bedeutung hat. Nehmen wir mal allein das Glück, Wasser zu haben oder das Glück, eine Familie zu haben, mit den Familienmitgliedern umgehen zu können. Nein, die sind mit der Geburt einfach zufrieden, dass sie leben dürfen, dass sie danken können. Die brauchen kein Auto, brauchen kein Fernsehen. Sie brauchen nur den Herrgott und eine gute Familie. Ja, im Grunde nicht. Es hängt natürlich von den Umständen ab. Wenn das arme Leute sind, werden sie mit weniger glücklich sein schon, was es zum Leben notwendig ist. Wenn man das hat, kann man eigentlich glücklich sein. Glauben Sie, dass für die Jugend von heute Glück etwas anderes bedeutet als für die Jugend von früher? Im Grunde genommen nein, auch wenn es vielleicht ein bisschen anders heißt heute. Aber ich glaube, die Bedürfnisse und Sehnsüchte sind die gleichen wie früher. Ich glaube nicht, dass das jetzt anders ist wie früher, nur dass es anders bewertet wird. Ja, die Werte haben sich schon ziemlich gewandelt, wenn ich dran denke, an meine Jugendzeit und heute. Ist schon ein relativer Wandel vonstatten gegangen, wo Glück meistens auch mit materiellen Dingen in Verbindung gebracht wird, was aber leider nicht ist. Viele sind jetzt so nicht so dankbar wie früher, wegen mit sozialen Netzwerken und so weiter. Und halt, manchmal schätzen wir nicht, was wir haben und so. Und ja, das ist irgendwie schade. Ja, oberflächlich gesehen vielleicht schon, weil die Vielfalt, die man ihnen jetzt bietet für Freizeit und so weiter. Aber im Grunde genommen, glaube ich, geht es um Liebe und Zuwendung. Und das ist eigentlich das Glück, das einen Menschen erfüllt. Wir haben heute sehr viele verschiedene und auch interessante Meinungen von den Linzerinnen und Linzern gehört. Und ja, wir hatten sehr viel Spaß und hoffen, dass wir so etwas bald wieder erleben können. Okay, ja, tschüss, bye.